Ein formvollendetes Idyll. Für den Maler Manfred Zoller ist sein japanischer Garten eine Quelle der Entspannung. In der blühenden Oase hinter seinem Landhaus in Bergfelde bei Oranienburg schöpft sein kreativer Geist Ruhe. Verborgen in diesem kleinen Paradies steckt sein Archiv. Darin sammelt er nicht nur seine, sondern auch die Arbeiten seiner Studenten, die er in Japan und Deutschland über das Zusammenspiel aus Anatomie und Gestaltung lehrte. Denn als Manfred Zoller zunächst den Werdegang des Mediziners einschlug, verstärkte sich seine Faszination für die Sprache der Formen. Das ist also ein Schildkrötenschädel. Ich glaube, das sieht jeder, was das für eine geschlossene, wunderbare Form ist mit diesen Öffnungen, die nicht voneinander zu trennen sind, von den Spannungen in dieser Form. Das war das eigentlich, was mich sehr früh interessiert hat, obwohl ich es damals noch gar nicht ausdrücken konnte. Die Begeisterung für Form, Gestalt und Bewegung transformierte sich zum zentralen Thema seines künstlerischen Schaffens. Geleitet wird Manfred Zoller dabei von seiner inneren Freude an der Farbe und seiner Lust am Spiel bis hin zum Verspielten. So verband sich seine innere Bildwelt mit den Karawanenmärchen des deutschen Schriftstellers Wilhelm Hauff, in dessen Sammlungen Manfred Zoller häufig liest. Das war auch dann der Grund, dass ich immer mehr an Hauff dachte, und einige der letzten Arbeiten, die waren innerlich für mich verbunden mit der Welt von Hauff. Natürlich sind die wunderbaren Geschichten, diese Kindergeschichten, diese Märchen für jeden doch irgendwie anders hängen geblieben, und so ist das letztlich auch natürlich mit den Bildern. Für die dreiteilige Papiercollage der Serie Wilhelm Hauffs Märchenalmanach wird Manfred Zoller 2021 mit dem Brandenburgischen Kunstpreis für Malerei ausgezeichnet. Die goldgelben Formlandschaften aus Papier verbildlichen die leuchtenden Farben der Kunstmärchen des berühmten Dichters. Manfred Zoller entdeckte die Vorzüge der Papiercollage früh. Mitunter erweitert er die Papierarbeit zu räumlichen Assemblagen aus bemalten Kartons, an denen der Künstler in seinem Spitzbodenatelier arbeitet. Seine künstlerische Tätigkeit begann einst mit der Malerei und dem Fokus auf dem Gegenständlichen. Doch auf der Suche nach einer tieferen Aussage wandelten sich die Formen ins Abstrakte. Dabei spielte der Holzschnitt und dessen Materialreduktion eine wichtige Rolle. Schließlich fand er zur Collage, die ihm neue Wege der Vereinfachung eröffnete. Dass die Collage eine ganz starke Eigenständigkeit auch hat und zu einer Ausdrucksform kommt, die ich in der Ölmalerei gar nicht erreiche. Das ist wahrscheinlich bei mir sehr früh gekommen. Und deswegen habe ich sie immer mit großer Freude, viel spielerischer eigentlich auch als die Ölemalerei betreiben können. Der Ausdruck über Collagen und Assemblagen hat sich für den Maler Manfred Zoller als ein vitaler Prozess bewährt, durch den er seine innere Bildwelt mit Farbklängen und Formrhythmen immer wieder aufs Neue verbinden kann.